Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 10 auf, dritter Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Drucksache 19/4777. Zu dieser Drucksache ist eine Korrektur in Rot gedruckt und an Sie verteilt worden. Auf Seite 2, vorletzter Absatz des Berichts, wurde im ersten Satz die Zahl 16,8 % durch die Zahl 14,5 % ersetzt. Die vereinbarte Redezeit in der Aussprache beträgt für die Fraktionen 5 Minuten. Aber als Erstes erteile ich nun der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Abg. Ypsilanti, SPD, das Wort. Sie haben als Vorsitzende 10 Minuten Redezeit, Frau Ypsilanti. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nach § 105 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags habe ich Ihnen heute zu berichten über die Arbeit des Petitionsausschusses in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016. Wir haben in diesem Zeitraum 868 neue Petitionen im Petitionsausschuss gehabt. Das ist erstaunlich, denn es sind 30 % weniger als im Zeitraum des letzten Jahres, also des vorletzten Jahres 2015. Das ist übrigens aber nicht ein Phänomen des Hessischen Petitionsausschusses. Das gilt auch für den Bund und auch für andere Länder. Wir konnten jetzt nicht im Petitionsausschuss feststellen, einen ersichtlichen Grund, einen offensichtlichen Grund, denn der Rückgang war über alle Themenfelder. Da müssen wir einmal schauen, wie sich das entwickelt. Im Bereich allerdings der aufenthaltsrechtlichen Petitionen erklären wir den zurückgegangenen Eingang, insbesondere auch mit dem großen Stau, mit den großen Rückständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich habe allerdings auch die Befürchtung, dass jetzt mit dem Auflösen des Staus auch die Petitionen bei uns wieder zunehmen. Wir haben 1.006 Petitionen 2016 abschließend behandelt. Das waren etwas weniger als im Vorjahr. Davon haben wir 75 Petitionen positiv beschieden, 71 Petitionen teilweise positiv. Da sind wir etwas besser als im Vorjahr, nämlich ca. 2 %. Wir haben mit 31 % ungefähr gleich viel neutral entschiedene Petitionen. Das sind die, die wir an den Bund abgeben oder an andere Landtage. Wir haben aber immer noch ca. 60 % der Petitionen, die wir nach Sach- und Rechtslage entscheiden, sprich sozusagen eine Negativentscheidung, wo wir nicht weiterhelfen können. Es gibt aber zwischen Rechnung getragen, also eine Petition, die wir positiv abschließen konnten, und Sach- und Rechtslage, also wo wir nicht weiterhelfen konnten, gibt es schon so einen Zwischenraum, wo wir oft auch uns die Berichterstatterin und die Berichterstatter sage ich mal, vermittelnde Tätigkeiten oder vermittelnde Gespräche führen können zwischen den Petentinnen und Petenten und zwischen den Behörden, gegen die sich die Petition meistens richtet. Zu den außenaufenthaltsrechtlichen Petitionen will ich Ihnen noch sagen, wo die meisten herkommen. Ganz oben sind die Petitionen aus Albanien. Dann kommt der Kosovo, Serbien, Marokko und Afghanistan. Syrien steht erst an 14. Stelle. Das liegt auch daran, dass die meisten syrischen Geflüchteten einen subsidiären Schutz erhalten. Ein paar Sätze zu den Petitionen aus dem Bereich Justiz. Da haben wir auch sehr viele. Und diejenigen, die sich eben nicht mit dem Strafvollzug beschäftigen, setzen sich häufig mit dem Problem der überlangen Dauer von Gerichtsverfahren auseinander. Das ist ein Riesenproblem, Kolleginnen und Kollegen, besonders dann, wenn es sich um Unterhaltsklagen und Rentenangelegenheit dreht. Denn da sind die Leute oft sehr verzweifelt, dass sie jahrelang auf eine Entscheidung warten müssen. Es gibt ja zwar, und da kann der Petitionsausschuss auch nicht weiterhelfen, es gibt zwar die neu eingeführte Verzögerungsrüge nach § 198 des Gerichtsverfahrens, aber wir müssen feststellen, dass das eher ein stumpfes Schwert ist. Sonst hätten wir nicht so viele Eingaben in diesem Bereich.
Sie wissen, das Petitionsrecht ist ein Individualrecht, aber es kann eben auch von einer Gemeinschaft ausgeführt werden. Das nennen wir dann Mehrfachpetitionen. Davon hatten wir 15 im Zeitraum, über den ich berichte. An oberster Stelle mit 30.000 Unterschriften war keine Stellenstreichung an hessischen Schulen. Danach kamen kostenlose Schülertickets mit 11.000, Einrichtung einer Oberstufe in Gymnasien und auch die Unterstützung für eine afghanische Familie hat es als Mehrfachpetition geschafft. Wir haben immer noch sehr viele Probleme, unsere Arbeit im Petitionsausschuss der Öffentlichkeit zu präsentieren, das heißt überhaupt über Petitionsrecht Öffentlichkeit herzustellen. Das liegt auch daran, dass wir natürlich nicht öffentlich tagen müssen wegen den individuellen Petitionen. Wir versuchen das immer mal wieder mit Pressemitteilungen, wenn wir Bürgersprechstunden machen. Davon hatten wir 5 in dem Zeitraum, in Wiesbaden und eine in Gießen. Wir versuchen das auch auf dem Hessentag. Sie wissen, wir haben einen Petitionsstand auf dem Hessentag, den wir versuchen, auch während des ganzen Hessentages zu besetzen. Und dort bieten wir sozusagen eine Dauerbürgerinnen-Sprechstunde an, weil immer irgendeine Vertreterin oder Vertreter des Petitionsausschusses auf diesem Hessentag anwesend ist und den Bürgerinnen und Bürgern auch die Frage, was kann man denn mit einer Petition auch erreichen, näher bringen. Und dann haben wir immer ein Schulprojekt, das von Frau Bigging sehr gut betreut wird. Das heißt, wir suchen uns eine Schule aus in der Hessentagsstadt und machen dort mit den Schülerinnen und Schülern, meistens an der Oberstufe, ein Rollenspiel in Bezug auf Petitionen, in der Hoffnung, dass sie das weitererzählen, was man mit der Petition alles erreichen kann. Wir machen Ortstermine. Wir machen Ortstermine, um auch dann oft zwischen den Petentinnen und Petenten und der örtlichen Behörde zu vermitteln. Das geht meistens, das geht mal gut, geht mal weniger gut, wie das in Petitionen so ist. Wir hatten auch eine Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Petitionsausschüsse der Bund und Länder im September in Potsdam. Das war sehr interessant, weil wir uns dort mit Estland beschäftigt haben, die schon sehr, sehr weit sind in ihrer E-Democracy, wie sie das nennen, also der Möglichkeit, über online Demokratie herzustellen, indem Menschen ständig über Entscheidungen, was das Land betrifft, abstimmen können. Das fand ich sehr interessant. Aber was auch sehr interessant war, war, wie gestaltet sich eigentlich das Petitionsrecht in den Ländern und im Bund zu den privaten Plattformen? Und das ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis, warum Petitionen im öffentlichen parlamentarischen Raum zurückgehen. Es ist schon so, dass viele Menschen glauben, wenn sie sich an so einer privaten Plattform beteiligen, dass das sozusagen dann Eingang findet in parlamentarische Behandlung. Das ist aber nicht so. Und wenn Sie sehen, bei Campag oder Change.org, wie viele Menschen da unterschreiben, sie haben keine Garantie, dass das irgendwo in politischen Handeln mündet. Und deshalb fände ich es schon sehr schön, wenn sich auch der Landtag oder ja, manche Landtage machen das, mal mit der Frage von öffentlichen Petitionen beschäftigen würde. Denn warum sollen wir privaten Plattformen diese Möglichkeit der demokratischen Intervention überlassen, wenn das die öffentliche, der Landtag selber machen könnte? Auch die Online-Petitionen werden zunehmend genutzt, auch in Hessen. Das heißt, man kann sich so ein Faltblatt herunterladen und kann online seine Petition stellen. Das ist auch, hat zugenommen. Wir sind jetzt von 21% auf 25% hochgegangen. Das heißt, jeder vierte Petent, Petentin stellen ihre Petitionen online. Und dann hatten wir eine sehr interessante Ausschussreise, und zwar im September letzten Jahres nach Griechenland. Unser Thema war dort, wie gehen die Griechen eigentlich, die griechische Regierung, mit dem unglaublichen Ansturm der Geflüchteten um? Wie gestaltet sich das dort?
Es war nicht einfach, diese Ausschussreise, weil wir eigentlich zu den ganz schwierigen Geflüchtetenlagern keinen Zugang bekommen haben. Aber wir haben mit sehr vielen Organisationen sprechen können. Also, wir haben uns informieren lassen von der Deutschen Auslandsvertretung. Wir haben mit dem griechischen Flüchtlingsrat gesprochen, mit dem Roten Kreuz, mit den politischen Stiftungen, auch einen Termin mit dem Ombudsmann der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Das war interessant, weil wir so eine Einsatzbesprechung von Frontex verfolgen konnten. Also, wie besprechen die ihre Lagen vor und nach? Und wie verständigen sich so viele verschiedene Nationen auf gemeinsames Handeln mit unterschiedlichen Instrumenten, die sie auch haben? Also, einige steuern Boote bei, andere Flugzeuge und so weiter. Und wie besprechen die das hinterher? Wir haben auch einen Termin in einem Caritas-Sozialzentrum gehabt. Den fand ich auch insofern interessant, weil. Frau Ypsilanti, kommen Sie bitte zum Schluss. Okay, schon. Das fand ich insofern interessant, dass Sie immer so in eine Balance halten müssen, dass Sie den Geflüchteten helfen, aber Ihre eigene Bevölkerung selber arm ist. Und meine Kollegin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben am Dienstag über Europa gesprochen, und da haben wir sehr viel über europäische Werte gesprochen. Und da würde ich mal sagen, Europa, Griechenland gehört auch zu Europa. Und es ist immer noch so, dass es riesige Probleme gibt, in Griechenland mit den Geflüchteten umzugehen. Und ich glaube, dass es auch zur europäischen Solidarität gehört, hier besser zu helfen. Was z.B. überhaupt nicht funktioniert, ist das Resettlement-Programm. Das heißt, europäische Länder haben versprochen, dass sie Flüchtlinge aufnehmen, und das funktioniert überhaupt nicht. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es in Griechenland dazu gekommen ist, dass die Armen den Ärmsten helfen. Das machen sie noch in großer Solidarität, aber mehr Hilfe wäre in der Tat hier angesagt. Danke, Frau Ypsilanti, für den Bericht. Und ich hoffe, ich spreche im Namen des gesamten Hauses, wenn ich Ihnen unseren Dank für Ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Petitionsausschusses ausspreche. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache zu dem Bericht. Und als Erstes hat sich Frau Müller für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf sprechen zu diesem Punkt, und es gehört sich selbstverständlich zunächst, dass ich Dank sage, und zwar nicht nur persönlich, sondern ausgesprochen auch im Namen meiner Fraktion. Ich sage Dank an die sehr kollegiale und sehr offene und sehr gute Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss. Man merkt, dass es ein Ausschuss ist, der sich vielleicht am unmittelbarsten mit Nöten, Sorgen und Beschwerden der Menschen befasst. Und man tut das mit großer Ernsthaftigkeit. Und dafür danke ich herzlich. Es ist angenehm, dort zu arbeiten. Ich danke herzlich. Ich danke herzlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Petitionsreferat, die uns aufs Kompetenteste, ja, aufs Aufmerksamste unsere Sitzung vorbereiten, die uns beraten, die immer ein offenes Ohr haben und die wirklich, mit denen ebenfalls ein Vergnügen ist, zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, die tun das mit einer enormen Kompetenz und enormem Fleiß. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür. Ich möchte aber ebenfalls der Vorsitzenden danken, die dieser Aufgabe mit großer Neutralität, mit der gebotenen Neutralität, aber eben auch mit großer Zugewandtheit macht. Und wie gesagt, auch sie trägt dazu bei, dass der Ton bei uns so ein guter und konstruktiver ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über die allgemeinen statistischen Zahlen in der Petitionsarbeit zu berichten, erspare ich mir und Ihnen jetzt auch. Ich möchte nur Folgendes anfügen. Das Petitionsrecht, und die Frau Vorsitzende hat davon eben auch kurz gesprochen, ist ein ganz grundlegendes Recht und in allen demokratischen Systemen seit langem und seit langer Zeit bereits verankert. Vielleicht
haben manche Menschen, die in Not sind oder die Beschwerden haben, berechtigt oder unberechtigt, das noch nicht so auf der Rechnung, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Denn wie gesagt, es ist ein zutiefst demokratisches Recht, das einem jeden zusteht, jedem Kind. Es ist unabhängig davon, wie man sich artikulieren kann, ob man ein Formular zur Hand hat, wie alt man ist, aus welchem Land man kommt. Und um das noch etwas deutlicher zu machen und auch alle Inhalte, die zu bearbeiten, um die es da geht, würden wir oder würde ich auch für meine Fraktion wirklich gerne anregen, uns auf den Weg zu begeben, zu diskutieren, ob wir nicht, wie das in vielen Bundesländern, auch in anderen Staaten seit langem sehr erfolgreich gehandhabt wird, wir uns darauf den Weg machen, öffentliche Petitionen zuzulassen, natürlich nach bestimmten Kriterien. Man könnte durchaus einen Diskussionsprozess anregen. Wir merken, dass auf bestimmten Gebieten das politische Interesse sehr hoch ist. Man könnte es vielleicht noch erhöhen und eine Diskussion und auch vielleicht eine etwas mehr Aufmerksamkeit zu erregen, wenn wir diese Form dieser öffentlichen Petitionen zuließen und auf den Weg machten, das zumindest gemeinsam zu diskutieren. Das würde ich mir sehr wünschen, das würde sich meine Fraktion sehr wünschen. Und wie gesagt, ist vielleicht noch einmal eine Anregung für die Zukunft. Alles in allem möchte ich sagen, dass die Arbeit des Petitionsausschusses, der nicht, ich sage mal, der auf den ersten Blick glamouröseste oder beliebteste Ausschuss ist, in dem man arbeiten kann oder sonst irgendwie, dass diese Arbeit wir wohl alle als sehr, sehr wichtig erachten und dass sie zumindest, da spreche ich für mich und sicherlich auch für alle anderen Kollegen, Spaß macht, ist der verkehrte Ausdruck, aber doch Freude macht. Und ich hoffe, dass das alles entsprechend wahrgenommen wird und weiter unterstützt wird. Ich danke ganz herzlich. Danke, Frau Müller. Für DIE LINKE spricht nun Frau Faulhaber. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Ypsilanti, vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ich möchte mich auch bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferats und der befassten Ministerien, weil die nehmen ihre Arbeit sehr ernst und ermöglichen damit die sorgfältige Behandlung der eingereichten Petitionen. Meine Damen und Herren, das Petitionsrecht ist ein wichtiges Jedermannsrecht. Sie haben das ja gleich einführend erklärt in Ihrem Bericht, Frau Ypsilanti. Aber Sie erwähnen gleich im nächsten Absatz ein Problem, das es zu bedenken lohnt. Sie sagen, die Wahrnehmung des Petitionsrechts, und jetzt zitiere ich, geschieht aufgrund des nicht öffentlichen Petitionsverfahrens in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielmals erhalten selbst die Petenten keinen Einblick in das teilweise aufwendige Petitionsverfahren und die Bemühungen der Abgeordneten, sie in ihren Anliegen zu unterstützen. Zitat Ende. In älteren Protokollen, meine Damen und Herren, konnte ich nachlesen, dass es längere Auseinandersetzungen gegeben hat, ob Petitionen online eingebracht werden können oder nicht. Die Vorbehalte dagegen wurden überwunden, und das war eine gute Entscheidung. Heute ist diese Öffnung selbstverständlich. Inzwischen haben andere Parlamente aber begonnen, das Petitionsverfahren weiter zu öffnen. Sie stellen, wenn die Petentin oder der Petent das wünscht, die Petition online. So kann man sich jederzeit informieren, welchen Weg die Petition nimmt, welche Stellungnahmen dazu abgegeben werden, welche Informationen zusammengetragen wurden. Diesen Weg halten wir für richtig. Nicht ohne Grund steigt die Zahl der offenen Petitionen im Netz an, während die Zahl der Petitionen hier in Hessen und auch beim Bundestag zurückging. Sie haben das gehört, in Hessen ging sie um 30% zurück. Im Vergleich zum Vorjahr. Meine Damen und Herren, ein anderer Aspekt erscheint mir eine Überlegung wert. Es wurde nur ein kleiner Teil der Petitionen positiv entschieden. In 14,5 % der Fälle konnten die Petenten mit ihrem Anliegen ein Ergebnis erreichen. Es gibt natürlich selbstverständlich oft keine andere Möglichkeit, weil der Ausschuss kann ja keine Gerichtsurteile außer Kraft setzen oder Gesetze aushebeln. Aber Petitionen sind Seismographen. Sie zeigen gesellschaftliche Probleme und weisen auf Bruchstellen in der Gesellschaft hin.
Nicht zufällig häufen sich Petitionen in den Bereichen Inklusion und Bildung, Aufenthaltsrecht, Naturschutz. Diese Hinweise sollten von den politischen Akteuren sehr ernst genommen werden, und diese Themen gehören in die politische Debatte. Ich persönlich finde viele Entscheidungen zum Aufenthaltsrecht sehr unbefriedigend. Selbst eine Ausbildung oder eine Arbeit und gute Integration finden viel zu oft keine Akzeptanz. Hier hebeln die Bundesgesetze oft jede Menschlichkeit aus. Gerade die Nichtanerkennung von Afghaninnen und Afghanen ist überhaupt nicht vertretbar. Selbst Härtefälle haben häufig wenig Chancen. Und so etwas darf es doch eigentlich nicht geben, meine Damen und Herren. Hier muss sich dringend etwas ändern bei der Einschätzung der Integrationsbemühungen, bei der Bewertung sicherer Herkunftsländer und bei der Anerkennung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das scheint schwer zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Faulhaber. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Frau Goldbach. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal herzlichen Dank, Frau Ypsilanti, für Ihren Bericht und herzlichen Dank für Ihre sehr gute Ausschussführung und Leitung. Sie machen es erst möglich, dass wir dort immer so ruhig und sachlich zusammenarbeiten können. Herzlichen Dank. Eines ist die Arbeit im Petitionsausschuss ganz gewiss nicht, nämlich langweilig, weil wir eine unglaubliche Bandbreite von Themen und Problemen haben, mit denen wir uns befassen. Es geht von einer widerrechtlich errichteten Hütte auf dem Nachbargrundstück zu nah am Zaun, über Ökopunkte bis hin zu den ausländerrechtlichen Petitionen. Also bekommt jemand ein Bleiberecht hier in Deutschland. Damit befassen wir uns. Wir lernen ungeheuer viel dazu in dieser Arbeit. Wir lesen viele Akten, führen viele Gespräche. Das ist eine Bereicherung, finde ich, für mich und für jeden von uns Abgeordneten, die dort tätig sind. Frau Ypsilanti hat schon angesprochen, wir haben mehrfach Petitionen. Das ist eine sehr interessante Sache, weil da zeigt sich, in welchen Themen großes Interesse in der Bevölkerung oder in einem Teil der Bevölkerung da ist. Ich möchte mal beispielhaft eines nennen. Das war nämlich die Petition mit 11.383 Unterstützern, Unterschriften für die Einführung eines hessenweiten Schülertickets. Und dann macht die Arbeit richtig Spaß, wenn wir nämlich irgendwann später hier im Landtag, wie dieses Jahr, beschließen können, es gibt jetzt ein hessenweites Schülerticket. Also wenn wir dann im Handeln dieses Parlaments etwas beschließen können, was der Wunsch sehr vieler Tausender von Menschen hier im Land war und die uns das an uns herangetragen haben über die Petition, über den Petitionsausschuss, dann macht es auch richtig großen Spaß. Manchmal ist es fast unmöglich, nach Aktenlage oder nur nach Gesprächen über irgendetwas zu entscheiden. Dann machen wir Ortstermine. Dort geht erst einmal ein herzlicher Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Petition, denn da steckt ein wahnsinniger Organisationsaufwand dahinter. Da reisen dann die Abgeordneten aus dem Ausschuss hin, ein Teil der Abgeordneten. Da sind die örtlichen Vertreter der Behörden da, da sind die Petenten da, da sind die Unterstützer da. Dann muss meistens noch ein Raum gefunden werden für ein Gespräch. Wir sind schon in Gummistiefeln im Wald rumgestapft. Das alles hilft uns auch ungeheuer, um uns ein Bild zu machen, damit das Anliegen uns realistisch wird und wir dann auch bessere Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung bei diesen Ortsterminen. Und manchmal gehen wir auch aus einem anderen Grund raus aus dem Landtag, nämlich, Frau Ypsilanti hat es auch schon angesprochen, wenn wir Bürgersprechstunden außerhalb des Landtags machen, sehr viele in Wiesbaden, aber wir versuchen das auch mal woanders in Hessen. Letztes Jahr waren wir in Gießen, da war ich dort als Ansprechpartnerin. Das war sehr interessant und gut. Die Presse hat darüber berichtet. Also das brauchen wir auch als Instrument, um bekannt zu machen den Bürgerinnen und Bürgern, es gibt dieses Recht, das Petitionsrecht, und wir sind auch mal vor Ort für Sie da. Am Montag werden wir in Kassel eine Bürgersprechstunde abhalten. Da bin ich auch. Wir haben schon ungeheuer viele Anmeldungen, mehr als zeitlich zu schaffen sind. Das ist sehr erfreulich. Also da können wir auch
Öffentlichkeit herstellen und den Bürgerinnen und Bürgern klarmachen, was sie dafür ein ungeheuer wertvolles Recht haben. Die Ausländerpetitionen betreffen einen großen Bereich. Sie sind zurückgegangen. Auch das hat Frau Ypsilanti dargestellt. Wir sehen eben, die Anzahl und die Herkunftsländer spiegeln genau das wider, was auf Bundesebene im Aufenthaltsrecht entschieden wird. Damit müssen wir dann umgehen. Aber womit wir eigentlich umgehen müssen, ist, dass für uns dieses ganze abstrakte Gebilde Aufenthaltsrecht und Asylrecht konkret wird. Es schrumpft zusammen. Und dann haben wir einzelne Schicksale. Wir erfahren ungeheuer viel. Wir erfahren, wer sind diese Menschen? Aus welchem Land kommen sie? Welchen Beruf haben sie? Wie alt sind sie? Haben sie Kinder? Wie viele? Und oft auch ihren Gesundheitszustand sehr detailliert. Und das ist dann ein Punkt, an dem es nicht einfach ist, mit den vielen Informationen umzugehen. Denn natürlich haben wir alle Mitgefühl mit diesen Menschen. Wir müssen aber Entscheidungen treffen, die im Einklang stehen mit der Rechtslage. Wir versuchen alles, um ihnen ein Bleiberecht zu ermöglichen. Das gelingt manchmal, manchmal gelingt es auch nicht. Was dann hilft, ist, dass wir in den allermeisten Fällen gemeinsame Beschlüsse fassen, dass wir diese Entscheidung, den Beschluss gemeinsam tragen, wir alle im Petitionsausschuss, in den allermeisten Fällen. Und dafür möchte ich Ihnen, meine Kolleginnen und Kollegen dort im Ausschuss, auch ganz herzlich danken. Und damit komme ich schon zum Ende und blicke noch einmal nach oben zu den netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referats. Herzlichen Dank. Sie sind immer ansprechbar, stehen uns immer mit Rat und Tat zur Hilfe, halten Informationen für uns bereit. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung hat Herr Kollege Rock von der Fraktion der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man zum Petitionsbericht als Vierter, Fünfter redet, ist die Facette dessen, was man berichten kann, überschaubar. Darum möchte ich mich erst einmal ganz besonders beim Referat bedanken, die wieder unglaublich gut zugearbeitet haben, die viel Fachkompetenz und auch viel Herzblut eingebracht haben. Herzlichen Dank an Sie. Sie sind eine echte Unterstützung und machen uns die Arbeit wirklich angenehm und leicht, soweit das in Ihrem Rahmen möglich ist. Vielen Dank. Das besondere Miteinander im Petitionsausschuss ist ja auch schon mehrfach beschrieben worden. Auch da kann ich mich diesem Kompliment nur anschließen. Manchmal gibt es schon ein bisschen ein Spannungsverhältnis zwischen dem einen oder anderen. Aber im Großen und Ganzen findet sich das doch. Und es ist eine Atmosphäre, die es in keinem anderen Ausschuss so hier im Hessischen Landtag gibt. Und da muss man natürlich auch in ganz besonderer Weise die Vorsitzende, Frau Ypsilanti, loben, die eben mit ihrer verbindlichen Art, aber auch gerade wenn es darum geht, gegenüber den Ministerien auch mal deutlich zu machen, was geht und was wir erwarten können, da den Ton trifft. Und darum herzlichen Dank, Frau Ypsilanti, für die tolle Arbeit, die Sie hier leisten. Ja, ich bin ja auch jetzt im Parlament schon ein bisschen länger dabei und bin immer noch sehr gerne im Petitionsausschuss. Weil auch das ist hier beschrieben worden, die Möglichkeit, ganz direkt auch mal Menschen zu helfen, und nicht indem er Haushaltsstellen mit Geld versieht, sondern tatsächlich konkret versucht, Menschen in ihren Anliegen unterstützen zu können, ist ein besonderes Privileg der Arbeit im Hessischen Landtag und könnte eigentlich uns noch ein bisschen erleichtert werden, dass wir nicht nur in diesen Spielräumen aktiv sein könnten, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Einwirkungsmöglichkeiten hätten. Aber da wiederhole ich auch meine Überlegungen, die ich schon eigentlich jedem Bericht hier habe oder in jedem dieser Berichte angemerkt habe. Das ist die Frage, vielleicht brauchen wir doch einmal ein eigenes Gesetz für den Petitionsausschuss. Vielleicht müssten wir an der Stelle noch einmal das eine oder andere regeln.
um auch uns als Parlament hier das eine oder andere Werkzeug an die Hand zu geben. Ich glaube auch, wenn man über die Attraktivität und die Modernisierung der parlamentarischen Demokratie spricht, kann das Petitionswesen einen nicht unerheblichen Beitrag leisten, weil der Zugang für die Bürger direkt, barrierefrei und für uns dann auch in einer direkten Kommunikation möglich ist. Meine Fraktion hat ja auch schon einmal eine Petition zum Gegenstand eines Setzpunktes gemacht. Warum sollte es nicht auch häufiger möglich sein, dass wir die Anliegen der Bürger direkt hierher tragen und sie hier dann auch in angemessener Art und Weise respektvoll behandeln? Und das ist so ein kleines Anliegen, das ich mit mir herumtrage. Und vielleicht, es macht keinen Sinn, dass eine Fraktion hier von sich aus initiativ wird, wenn. Da muss es eine Bereitschaft geben, alle Fraktionen so etwas mitzutragen. Und vielleicht kommt auch einmal ein Landtag dazu, das zu tun. Meine Unterstützung wäre dem gewiss. Und von daher, es ist eine schöne Arbeit. Es ist eine Arbeit in einer guten Atmosphäre. Aber wir könnten auch noch ein bisschen mehr daraus machen, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Das ist mein Wunsch. Und damit komme ich auch zum Ende meiner Rede. Herzlichen Dank für alle, die dabei sind und mitmachen. Und auch ich hoffe, dass wir dieses gute Klima und diese gute Zusammenarbeit weiter gemeinsam so fortsetzen können. Vielen Dank. Ich habe noch nicht. Entschuldigung, dass ich hier bin. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Wallmann für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In guter Tradition diskutieren wir alljährlich den Petitionsbericht des Hessischen Landtags. Das ist auch gut so, denn es bietet natürlich die Möglichkeit, auf die Arbeit dieses Ausschusses aufmerksam zu machen. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund sinnvoll, da ja jeder Mann das in der Verfassung verankerte Grundrecht hat, sich schriftlich mit einem Anliegen, Bitten, Beschwerden an die Volksvertretung, also an uns als Abgeordnete, zu wenden. Und wir übernehmen dann ja auch eine, sagen wir mal, Vermittlungsfunktion, eine Überprüfungsfunktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und der Verwaltung auf der anderen Seite. Damit Bürgerinnen und Bürger dieses Recht wahrnehmen können, müssen sie natürlich erst einmal Kenntnis von ihrem Recht haben. Und deswegen versuchen wir mit unterschiedlichsten Mitteln immer wieder auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Das ist zum einen mit dem Stand auf dem Hessentag, der jetzt hier kurz bevorsteht, mit der Homepage des Hessischen Landtags, auf der man die Petition direkt auch online einreichen kann. Dann natürlich mit Veranstaltungen an der Schule. Da gucke ich mal zumindest in meiner Fraktion den Herrn Fallmann an. Herzlichen Dank, dass er das immer übernimmt. Dann natürlich sind wir auf Presseberichterstattung angewiesen. Wir wünschen uns natürlich, dass über den Petitionsbericht auch ausführlich berichtet wird. Und natürlich, das bezeichne ich immer so ein bisschen als Herzstück des Petitionsausschusses, die Bürgersprechstunden, in denen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern persönlich ins Gespräch kommen und auch Hemmungen nehmen können, eine Petition einzureichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zudem finde ich auch, dass es oft eine sehr schöne Erfahrung auch ist, gemeinsam mit dem Petitionsreferat diese Sprechstunden hier im Landtag oder auch außerorts abzuhalten. Zu den Zahlen ist jetzt schon viel gesagt worden. Die will ich gar nicht wiederholen. Ich will nur etwas ergänzen. Man kann für den Berichtszeitraum 2017, nachdem wir sehen, von einem sehr starken Jahr 2015, den Rückgang im Jahr 2016, erkennen wir jetzt im Jahr 2017 wieder einen Anstieg der Petitionszahlen. Also es wird wieder verstärkt nachgefragt, dieses Recht. Das ist auch gut so. Ich möchte auf drei Punkte eingehen, die mir für die CDU-Fraktion im Zusammenhang mit dem Petitionsrecht und mit der Arbeit des Petitionsausschusses sehr wichtig sind. Das Erste: Wir sind bei unserer Arbeit an Gesetz und Recht gebunden. Ich betone das deswegen, weil manchmal natürlich Petenten auch Hoffnungen haben, Erwartungen haben, die wir gar nicht erfüllen können, weil wir uns eben über gesetzliche Anforderungen nicht hinwegsetzen können. Und das ist auch der Grund, warum eben auch immer wieder Anliegen nicht entsprochen werden können. Dann glaube ich, dass ganz wesentlich ist, dass unser Ausschuss vertraulich arbeitet. Nichts dringt nach außen. Das gilt zum einen für die Frage, wer ist Berichterstatter einer Petition, genauso für die Frage, welche Sachverhalte werden dort diskutiert. Ich glaube, das ist wichtig, weil es gibt sehr sensible, sehr heikle Fragestellungen. Wenn beispielsweise, so einen Fall hatten wir auch schon einmal, da ging es um Unterhaltsfragen und jemand seine finanzielle Situation darstellen muss, auch das Verhältnis zum ehemaligen Partner darlegen muss. Das sind höchstpersönliche Anliegen, die haben nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Oder auch wenn es um Fragen des, sagen wir mal, des eigenen Gesundheitsbildes geht. Deswegen glaube ich, das ist eines der
Kernstücke unserer Arbeit, und ich halte sie für richtig. Das unterscheidet uns klar von öffentlichen Petitionsplattformen, die mitunter eben auch von Privatunternehmen betrieben werden. Ich glaube aber, dass das eine gute Praxis ist, so wie wir sie im Hessischen Landtag hier haben. Dann ist mir noch wichtig zu betonen, dass für die Bearbeitung einer Petition völlig unerheblich ist, ob wir 5, 10, 15.000 Unterschriften haben oder eine. Jeder Sachverhalt wird gleich intensiv geprüft und angeschaut. Darauf kann sich jeder Petent verlassen. Dann bietet die Debatte über den Petitionsbericht aber auch die Möglichkeit, Danke zu sagen. Das möchte ich natürlich heute auch im Namen der CDU-Fraktion tun. Zunächst ganz persönlich an die eigenen Kollegen der CDU-Fraktion im Ausschuss vielen Dank für die sehr, sehr nette Zusammenarbeit. Das macht immer wirklich viel Freude. Dann natürlich an die weiteren Kollegen der anderen Fraktionen, auch natürlich speziell unseren Koalitionspartner und aber natürlich die weiteren Fraktionen im Hessischen Landtag. Ich glaube, es ist schon ein besonderes Miteinander im Petitionsausschuss. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Dann gilt mein Dank natürlich den Fachausschüssen, die eben auch Petitionen bearbeiten, und natürlich den Fachministerien. Ich darf kurz den Blick zum hessischen Innenminister wenden. Das Innenministerium ist ja immer auch besonders gefordert, insbesondere, ich habe das, es steht ja auch im Bericht gesagt, die Ausländerpetitionen haben natürlich einen gewichtigen Anteil bei unserer Arbeit. Und wenn Sie, Herr Minister Beuth, den Dank auch an Herrn Müller, der ja stets bei uns im Ausschuss vertreten ist, weitergeben würden, wäre ich Ihnen dankbar. Und dann zu guter Letzt möchte ich den Blick nach oben wenden. Ich sehe Frau Bicking, Frau Brink, Herrn Beck, Herrn Schleicher, Frau Hönsch und Frau Schalk sind nicht da. Bitte richten Sie herzliche Grüße an Sie auch aus. Sie sind für uns eine unglaublich zuverlässige Stütze. Ohne Sie, das gehört irgendwie zur Ehrlichkeit dazu, könnten wir das alles gar nicht bewältigen. Vielen, vielen Dank für das, was Sie leisten. Das kann man leider immer nur einmal im Jahr in besonderer Art und Weise hier im Plenum würdigen. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe vorhin gesagt, die Zahlen steigen ja wieder an. Insofern können wir, glaube ich, alle miteinander gespannt sein, welche Fälle sich im Berichtszeitraum 2017 dann ergeben, die wir gemeinsam beraten und behandeln werden. Ich kann für die CDU-Fraktion sagen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und natürlich aber auch im Ausschuss. Vielen Dank für alles. Danke schön. Deswegen vielen Dank. Frau Wallmann, das Wort hat Herr Innenminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Landtages in besonderer Weise anschließen, Frau Vorsitzende Psilanti und den Abgeordneten im Petitionsausschuss, die, Sie haben das selbst betont, ein besonderes Recht der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande betreuen. Ein Verfassungsrecht, ein herausragendes Recht. Sie machen das nicht, um öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen oder öffentliche Anerkennung, sondern Sie machen das, um die kleinen Sorgen, manchmal auch größere Sorgen von Mitbürgern, vielfach im Verborgenen zu bearbeiten, mit viel, viel Leidenschaft, mit viel, viel Arbeit. Deswegen darf ich mich im Namen der Hessischen Landesregierung bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hessischen Landtag, die diese wichtige Arbeit leisten, sehr herzlich bedanken. Wie ernst Sie Ihre Arbeit nehmen, kann man daran sehen, dass Sie gemeinschaftlich, also alle Redner, im Grunde bedauert haben, dass die Zahlen der Petitionen im letzten Jahr zurückgegangen sind. Also Sie förmlich die Bürgerinnen und Bürger fast aufgefordert haben, von ihrem Recht entsprechend Gebrauch zu machen. Das zeigt ja nur, mit welcher Leidenschaft die Kollegen, und Herr Rock hat es gesagt, seit vielen Jahren zum Teil im Petitionsausschuss ihre Arbeit machen. 868 Petitionen waren es im vergangenen Jahr, ein paar weniger als im Jahr zuvor. Na ja, schon eine erkleckliche Zahl weniger. Aber das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit für Sie und sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, Frau Kollegin Faulhaber hat ein Stück weit auch recht, wenn sie gerade eben gesagt hat, dass die Petitionen auch in einer gewissen Form Seismographen zur politischen Stimmung sein können. Das trifft wahrscheinlich nicht an jeder Stelle zu, aber das ist manchmal in bestimmten Fragen, merkt man durch eine Vielzahl von Petitionen zu bestimmten Themen oder für bestimmte Bereiche, dass dort sich ein Problem andeutet, ankündigt. Und insofern sind Sie sozusagen auch diejenigen, die dann schon Vorfeldarbeit für
politisch schwierige Fragestellungen im Petitionsausschuss dann aber im Einzelfall zu leisten haben. Meine Damen und Herren, ich will mich den Dankesworten zum Petitionsreferat ebenfalls gerne anschließen. Sie sind wichtige Partner für die Landesregierung bei der Bewältigung der Aufgaben, die dort zu leisten sind, für die Abgeordneten. Hin und wieder müssen die Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung mal darauf hingewiesen werden, dass der Zeitraum für eine Stellungnahme dann jetzt abgelaufen ist. Das gehört genauso mit dazu wie die freundschaftliche Beratung, ob man es vielleicht so rum oder so rum machen kann. Das funktioniert auch seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut. Deswegen auch von mir für die Landesregierung ein herzliches Dankeschön an das Petitionsreferat und an die gute Zusammenarbeit. Zuletzt will ich mich bei Ihnen bedanken für die Worte, die Sie für die Mitarbeiter der Verwaltung gefunden haben. Weil auch dort wird mit viel Herzblut nicht nur im Innenministerium, sondern in allen Ressorts daran gearbeitet, dass dann die 868 Petitionen dann geordnet auch abgearbeitet werden können. Sie dürfen darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter der Landesregierung auch immer versuchen, das Petitum, das Anliegen der Bürger in besonderer Weise in Augenschein zu nehmen. Nicht immer können wir den Bitten und den Anliegen auch nachgeben. Da ist zu gesprochen worden, da stehen manchmal Gesetze und Regeln ein Stück weit im Wege. Aber gleichwohl sollen Sie wissen, dass die Hessische Landesregierung und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer bemüht sind, sozusagen nicht nur Ihnen geordnet zuzuarbeiten, sondern am Ende dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, auch soweit es uns halt eben auch das Rechts, im Rahmen des Rechtsrahmens möglich ist, Rechnung zu tragen. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die diesem wichtigen Recht, dem Petitionsrecht aus der Hessischen Verfassung im Hessischen Landtag Geltung verschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf auch noch einmal von Seiten des Präsidiums für den Hessischen Landtag herzlich danken, dem Ausschuss, den Ausschussmitgliedern, Frau Vorsitzende Ypsilanti, aber auch den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ich will aber noch einmal hier erwähnen, Frau Bachmann, die halt ausgeschieden ist, aber einen, Teil, einen großen Teil dieser Wegstrecke des Berichts mitgemacht hat, auch ihr noch einmal einen herzlichen Dank nachgerufen, sozusagen. Meine Damen und Herren, damit ist der Punkt 10 abgeschlossen.